Moin moin Leute, was geht ab? Da bin ich mal wieder und zwar zu einem neuen Video auf diesem tollen, wunderschönen YouTube-Kanal. Und zwar geht es heute um eine kleine Erweiterung, die ich damals auf jeden Fall gut brauchen hätte können. Und zwar richtet sich heute das Video an alle Nicht-Programmierer. Also an alle Menschen von euch, die da draußen nicht die Begabung haben zu programmieren, aber die etwas ziemlich Cooles auf ihrem Server haben wollen, wenn ihr einen Server dann habt. Oder auch auf eurer Singleplayer-Welt, wohlgemerkt. Und zwar wird heute nämlich meine, in Klammern, Erfindung sich um Comment-Blocks handeln. Um genau zu sein, handelt es sich nämlich um Partikelschuhe. Und zwar kennt ihr es ja auf den meisten Servern, habt ihr so Partikel unter euren Füßen. Und das Ganze machen wir heute aber mal ohne ein Plugin, sondern einfach nur mit Hilfe eines Command-Blocks, wo der Command auch ziemlich schmal ist. Dafür tippen wir einfach ein /gif, dann haben wir unseren Namen, Zweige-Plugins. Dann nehmen wir unseren Repeating-Command-Block. Den müssen wir uns dafür geben. Den stellen wir jetzt hin. Und wir haben jetzt hier unser Eingabefeld, welches wir jetzt hier befüllen können. Der Command steht auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch einfach rauskopieren. Und wir klicken jetzt hier einfach auf Repeat. Und er soll always active sein. Und dann auf Done. Und jetzt sehen wir auch schon, wenn wir nach unten gucken. Wir haben hier coole Partikel. Und das ist im Endeffekt genau das, was ihr halt einfach braucht. So könnt ihr auch schon euren Spielern Partikel unter die Füße setzen. Wir können natürlich auch noch andere Partikel nehmen. Und zum Beispiel können wir jetzt hier so ein Enchant Partikel nehmen. Und dann haben wir auch diese Enchant-Partikels. Ich denke mal, die Partikel sollten euch auf jeden Fall bekannt sein. Es gibt ziemlich geile Partikel. Keine Ahnung, Firework zum Beispiel ist noch ganz cool, glaube ich. Klicken auf Done. Ja, und dann haben wir auch noch Firework-Partikel. Also ihr seht schon, es funktioniert auf jeden Fall. Und was noch geiler ist, was mir auch noch aufgefallen ist, dass man diesen Command noch etwas optimieren kann. Zum Beispiel, wenn ihr das allen euren Spielern setzen wollt, beziehungsweise allen Entities, welche auf dieser Welt hier existieren. Ich simuliere euch das Ganze mal anhand von ein paar Chickens. Ich spawne hier einfach mal ganz kurz, so. Wenn wir jetzt hier einfach eingeben, nicht meinen Spielernamen, sondern jetzt hier einfach eingeben, add und dann ein e, dann sehen wir jetzt auch schon, dass auch diese Entities hier, also add e ist halt alle Entities, die kriegen jetzt halt auch solche Partikel. Also dementsprechend sollten auch diese Oktopusse jetzt diese Partikel dort spawnen, oder auch nicht. Auf jeden Fall, die Chickens machen's. Und wir können jetzt, wie schon gesagt, noch andere Partikel anwenden. Und so funktioniert das halt. Genau, das ist auf jeden Fall eine Methode, wie ihr ganz einfach ohne Programmierkenntnisse, huch, da leckt es aber extrem, genau, wie ihr ohne Programmierkenntnisse solche Sachen auch umsetzen könnt. Also ich wünschte, ich hätte damals diese Info gehabt, weil ich bräuchte sowas damals echt mal. Und wenn ich wüsste, dass es so easy mit Command-Blocks geht, hätte ich es auf jeden Fall mit Command-Blocks gemacht. Aber deswegen habt ihr mich ja. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich auch schon durch mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Ideen oder weitere Sachen sehen wollt oder vielleicht auch noch Vorschläge habt, was ich euch noch zeigen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüssi.